Und da sind wir auch schon wieder mit Let's Play Golden Sun 2 der vergessenen Epoche. Beim letzten Mal haben wir den Bucherfelsen abgeschlossen und Garou erreicht, in dem es anscheinend irgendwelche Werwölfe gibt. Na, so ein Blödsinn. Felix, warte! Wohin ist der Werwolf verschwunden? Glaubst du, wir haben seine Spur verloren? Nee, Mann. Hoffentlich nicht. Ich wäre nicht besonders erfreut darüber, wenn es so wäre. Ne? Das würde nämlich alles auf dich zurückfallen. Was war das? Das klang doch wie ein knurrender Wolf, nicht wahr? Ah, komm. Ich habe zwar kein besonders gutes Gehör, aber da war auf jeden Fall etwas. Auf jeden Fall etwas. Vielleicht sollten wir diesen Bereich etwas genau unter die Lupe nehmen. Das ist nicht nötig. Seht doch, er benutzt Psy-Energie. Fürchtet euch nicht, dieses Kind ist harmlos. Er wirkt ein wenig klein. Grrr. Grrr, grrr. Sag mir, wer bist du? Sag mir, wer du bist? Wie kommst du hierher? Diese Frage könnte ich auch dir stellen. Kann es denn sein, besitzt ihr Fremden die Macht, das Unsichtbare zu erkennen? Ja. Aber natürlich, ich bin mir dessen völlig sicher. Ja, du hast recht. Sie müssen die Prüfung des Bora-Felsen bestanden haben. Wie kommt es, dass dieses Kind nicht spricht wie ein Mensch? Wenn wir in der Gestalt der Werwölfe sind, bereitet es uns mitunter Schwierigkeiten, die menschliche Zunge zu meistern. Das war auch mein erster Gedanke. Aber du kannst es. Dann musst du etwas ganz Besonderes sein. Ja, etwas ganz Besonderes. Hat deine Mami auch immer als kleines Kind zu ihm gesagt. Etwas Besonderes? Vielleicht. Warum nennt ihr mich nicht einfach Maha? Ich gehe davon aus, dass ihr auch den Wirbelwind einsetzen könnt. Wenn ihr auf dem Bora-Felsen die Gabe des Enthüllers empfangen habt, wisst ihr auch um den Segen des Wirbelwindes, oder? Nee? Ich glaube, wir müssen die Tatsache, dass wir Adepten sind, nicht länger vom Maha verbergen. Ach so. No. Was hat er gesagt? Ich verstehe nicht. Er sagt, ihr stinkt. Er möchte wissen, was ein Adept ist. Eine Frage, auf die auch ich gerne eine Antwort hätte. Adepten bedienen sich elementarer Energie, um Kräfte wie den Wirbelwind zu nutzen. Elemente. Meint ihr damit vier Elemente, die Mächte von Erde, Feuer, Wasser und Wind? Das ist korrekt. Alles in unserer Welt geht aus diesen vier Elementen hervor. Interessant. Äußerst interessant. Was hat er jetzt gesagt? Er hat schon wieder gesagt, ihr stinkt. Er hat gefragt, ob wir uns noch länger vor euch verbergen müssen. Warum musste er sich überhaupt hier verstecken? Der Anblick eines Werwolfs wäre für die meisten Menschen sicher eine erschreckende Erfahrung. Traurigerweise hast du recht. Viele betrachten uns als eine verfluchte Rasse. Ja, hallo, ihr seid Fleischmenschen. Und wenn man dich in der Gestalt eines Werwolfes antreffen würde? Einst wurde unser Volk als Beabscheulichkeit betrachtet und auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Man nannte dies Reinigung. Wie schrecklich! Ruhig, Kleiner, ruhig. Aber der Kleine hier, er wird doch nicht versuchen, jemanden zu beißen, oder? Psch, er war die Schelle. Kind, kehre nach Hause zurück. Ja? Keine Sorge, wir können ihn ganz sicher vertrauen. Geht jetzt nach Hause. Sie sind Adepten, uns Werwölfe nicht unähnlich. Wir bewahren ein uraltes Geheimnis. Wir können ihnen trauen, sie werden unser Geheimnis niemandem preisgeben. Was? Ich glaube, ich sollte Hundesynchronsprecher werden oder so. Es ist spät geworden. Warum geht ihr nicht zum Gasthof und ruht euch aus? Aber dann... Ich werde diesen Ort nicht verlassen. Gehst du denn nicht nach Hause? Ich wohne hier.
Als mir die Kraft des Interlas gewährt wurde, habe ich meine menschliche Hülle abgelegt. Die Wildnis ist jetzt mein Zuhause. Aber du hast immer noch Klamotten an. Dann seht ihr immer so aus wie jetzt, Meister Maha. Ja, aber die Flöhe sind wohl das schlimmste Problem. Und was ist mit dem Kleinen? Das Kind hat sich verwandelt, weil es direkt ins Angesicht des vollen Mondes geblickt hat. Geblicket. Ich blicke, was du nicht blickst. Dann wird es also morgen bei Sonnenaufgang wieder seine menschliche Gestalt erhalten. Genau, doch jetzt lass uns ruhen. Okay. Hey, ich würde selber nach Hause gehen. Wenigstens seine Freunde verbringen die Nacht im Gasthof, alle miteinander. Mit nur einem Bett. Ihr habt letzte Nacht nicht besonders friedlich viel Schlaf bekommen. Ihr seht nicht besonders frisch und ausgeruht aus. Ja, so sehen wir von immer aus. Meister Maha hat uns alles von euch erzählt. Keine Sorgen wegen der Rechnung. Betrachtet euch als unsere Gäste. Lebt wohl, Freunde. Na, euch kennen wir doch irgendwoher, oder? Vielleicht sollten wir bleiben und noch einmal versuchen, die Bora-Felsen zu besteigen. Diese Wölfe waren auch letzte Nacht wieder unglaublich laut. Okay, die haben anscheinend nichts gemerkt. So, einmal den Enthüller und einmal den Geistleser. Da. Ein hässliches Elixier. Gehen Sie mal hier weg, junger Mann. Na, kam und hat euch in den höchsten Tönen gelobt. Okay. Darf ich jetzt bitte einkaufen und sowas? Dankeschön. Ich konnte alles ja hier. Das ist so Artefakte, Kettenpanzer. Ja, kriegst du einfach mal einen Kettenpanzer. So. Spieletickets, hurra. Schutzstiefel, nee. Senken fast Geschwindigkeit. Weg damit. So. Das war's, glaube ich. Hast du Artefakte? Magischer Stab, Hexenstab, Piratenschwert, Themis-Axt. Okay, Piratenschwert sollte auch niemandem mehr was bringen. Hexenstab. Nein, alles ist zu schwach. Tut mir leid. So, aber ich würde gerne erstmal die Kiste da holen, die wir gesehen haben. Und zwar müssen wir irgendwo darüber. Gegner sollte es hier, glaube ich, unten nicht geben. Enthüller. Dankeschön. Wir sehen halt immer in diesen Formationen, dass hier irgendwo was versteckt sein muss. Meistens an runden, ja, Gegebenheiten. Hallo Kiste. Ein Hypnos. Eine neue Waffe, okay. Das ist ein Rapier. Kann ich damit schon was anfangen? Nein, kann eigentlich auch weg. Okay. Okay, dann können wir uns den Rückweg sparen. Wir verkaufen einfach mal eben den Hypnos. So, können wir noch ein bisschen Gold. Fast 40.000. Ist ein bisschen. okay, wen haben wir denn da? Hey, seid das! Danke wegen letzter Nacht. Hä? Oh ja, stimmt ja. In menschlicher Gestalt erkennt ihr mich ja gar nicht. Ich war bei Mara in der Höhle. Ich war der kleine Werwolf. Ich bin der Grund dafür, dass ihr im Dorf bleiben dürft und wir keine Kapuzen tragen müssen. Papa hat gesagt, dass ich das ganze Dorf in Gefahr gebracht habe. Einfach richtig sauer. Er meinte, wir haben einfach nur ein Schweineglück gehabt. Aber was hat Glück mit Schweinen zu tun? Ich habe keine Ahnung. So, gucken wir mal einfach mal, was bei Maha so abgeht. Wir müssen nach links. Nach links. Links, 2, 3, 4, links, 2, okay, Entschuldigung. So. Meister Maha! Ah, ihr seid gekommen. Hören Sie bitte damit auf. Ich habe auf euch gewartet. Würdest du dir etwas ausmachen, mit etwas mehr über Werwölfe zu erzählen? Oh, platzen Sie doch einfach nicht so ins Haus, dankeschön. Du möchtest also den Grund dafür wissen, warum wir die Fähigkeit besitzen, uns in Bestien zu verwandeln. Nun, ich,
Ja, eigentlich schon. Ja. Findet ihr es eigenartig, dass wir unsere Gestalt verändern können? Nun, also, ja schon. Aber es kann doch nicht so ungewöhnlich sein, sein Erscheinungsbild zu rendern. Worauf willst du hinaus? Ja, also sie machen sich zum Beispiel die Haare und dann verändert sich ihr Aussehen auch. Denk doch mal an eine gewöhnliche Raupe. Wenn die Zeit gekommen ist, verwandelt sie sich dann nicht in einen schönen Schmetterling. Aber du bist nicht schön. Nun, ja, schon. Das ist doch völlig natürlich. Und der Pillendreher und der Igel? Ändern sie nicht auch ihre Gestalt, um sich selbst zu schützen? Oh Gott. Ich habe von diesem Cartoon gehört, ja? Was habt ihr in eurem Land keine Krabbelviecher oder was? Und viele Amphibien besitzen die Fähigkeit, ihre Farbe zu ändern. Habe ich recht? Habe ich Unrecht? Ist es dann angesichts all dieser Tatsachen immer noch so ungewöhnlich, dass Werwölfe in der Lage sind, Ähnliches zu vollbringen? Um ehrlich zu sein, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Ja, wenn man es genau so betrachtet. Vielleicht hast du diesem Ding einfach nur nicht genug Bedeutung beigemessen. Du bist einfach ein Stümper. Was für eine Beleidigung! Ich, mein Herr, ich bin ein Wissenschaftler! Ja, ein Wissenschaftler! Du Dummbeutel, du! In der Tat, ein Wissenschaftler, das ist beeindruckend. Vielleicht soll ich dir einfach mal eine reindrücken. Ich habe sehr viel Zeit damit verbracht, über die Werwölfe nachzudenken. Für eine gewisse Zeit habe ich es sogar als Fluch empfunden, als Werwolf geboren zu sein. Aber nachdem ich die Natur mit objektiverem Blick betrachtet habe ich erkannt, dass nur schwächere Kreaturen überleben konnten, indem sie sich weiterentwickelt und verändert haben. Stimmst du mir da nicht zu? Darwin-Theorie, ja. Denk doch mal nach, wenn Menschen ihre Körper nicht durch das Tragen von Waffen und Rüstung verändern würden, dann wären auch sie nur schwache Kreaturen. Ich glaube, die Verwandlung in Werwolf ist nur eine von vielen Möglichkeiten für die Menschen, um ihre Zukunft überleben zu können. Aber das ist doch... Natürlich kann ich diese Theorie in keiner Form beweisen. Und ich muss ja einmal gehen. Aber ich fühlte, dass unsere Fähigkeiten, den Wirbelwind einzusetzen, ein Beweis dafür wäre. Den Wirbelwind? Warum? Ich dachte, nur die Bewohner von Garo wären in der Lage, den Wirbelwind einzusetzen. Diese Gabe war nur den Werwölfen von Garos Rudel bekannt. Ja, der Obermacker der Dorfgründer heißt Garo. Und dass nur einige wenige Auserwählte den Enthüller einsetzen konnten. Doch jetzt muss ich erkennen, dass auch ihr all diese Kräfte nutzen könnt. Was hat das nun alles zu bedeuten? So seid ihr Werwölfe oder Werkatzen? Warum kennt ihr die Macht des Wirbelwindes und was ist ein Adept? Meister Ma, hast du jemals von einem Kontinent namens Angara gehört? Er liegt weit im Norden der östlichen See. Angara? Inmitten von Angara befindet sich ein Massiv, genannt der Alefberg. Oder befand. Wohl eher. Der Alefberg? Dann ist es also wahr. Unsere Legenden berichten, dass dieser Berg schon seit den Kindheitstagen unserer Welt besteht. Wenn der Alefberg tatsächlich existiert, dann sind unsere Legenden wahr. Er existiert tatsächlich. Diese beiden hier stammen aus dem Dorf am Fluße des Alefbergs, ein Dorf namens Vale. Also seid ihr die hässlichen Missgeborenen. Sie kommen also aus dem Schatten des Alefbergs. Unfassbar. Und sie beiden sind Adepten, auch wenn ihre Kräfte sich voneinander unterscheiden. Jedermann in Vale ist bis zu einem bestimmten Grad als Adept zu betrachten. Sind sie dann nicht auch so wie wir hier in Garo? Die Mythen von Vale erzählen, dass der Alefberg selbst es war, der die Adepten ins Leben gerufen hat. Dies unterscheidet sich vom Inhalt der Legenden Garos. Das Volk selbst verfügt über große Begabungen, doch die Wahrheit geht weit darüber hinaus. Mein Knie, Die mystischen Steine des Alefbergs, die Psy-Energie-Steine, sie stehen in enger Verbindung zu den Kräften von Vales Bewohnern. Psy-Energie-Steine, sagt ihr? Wenn es in Garo ähnliche Steine geben würde, könnten das eure Fähigkeiten erklären. Und von welcher Art und Beschaffenheit sind diese Psy-Energie-Steine? Du hast eine von ihnen selbst schon gesehen, Mara. Der schimmernde Stein im Herzen des Bora-Felsens. Achso, ja, da wo Cosma ihre Hand draufgepatscht hat. Ich kenne den Stein, von dem ihr sprecht, aber...
Der Bohrerfelsen ist recht weit entfernt von Garou. Ich wüsste nicht, wie er die Leute hier dabei beeinflussen könnte. Meine erste Theorie damals, also ich kenne die Lösung natürlich schon, aber meine erste Theorie damals, bevor ich wusste, warum es wirklich geht, war es aber die richtige. Und zwar, der Bohrerfelsen ist, das ist ziemlich windig und es gab halt diese Windsteine. Und die wurden nach und nach immer mehr vom Wind abgeschabt, also abgetrieben und sind bis nach Garou geflogen. Das war meine Theorie damals und ich hatte recht. Ob es wohl am Wind liegen könnte? Ja, habe ich gerade erklärt. Du scheinst es bereits selbst herausgefunden zu haben, Felix. Ihr seid voll Idioten. Auf den Bohrerfelsen wehten starke Winde. Diese Winde würden sehr weit tragen. Tragen? Was würden sie tragen? Na, Nebel im Gehirn. Die Kraft des Psy-Energiesteins natürlich. Nebel im Gehirn, okay, den muss ich mir merken. Nero, du hast Nebel im Gehirn. Aber wie soll das gehen? Wie sollte die Kraft des Steins vom Wind getragen werden können? Unterschätzt nicht die Kraft des Windes. Im Laufe der Zeit vermag es der Wind, ganze Berge abzutragen, bis nur noch Sand verbleibt. Bedenke doch, der Wind auf dem Bohrerfelsen war stark genug, uns durch die Luft zu tragen. Warum also könnte der Wind nicht auch feinste Partikel des Steines bis nach Garou transportieren? Sie hat recht. Sie hat recht! Und was ist mit mir? Die Partikel des Steines müssen von seiner Kraft durchdrungen sein. Das würde erklären, warum eure Psy-Energie nicht so stark ist wie jene des Volkes von Vale. Ihr wurdet einfach nur kleineren Mengen ausgesetzt. Los, Leute, wir gehen da rein baden. Die Richtung und Stärke des Windes mag auch beeinflussen, während Garou die Kraft des Wirbelwindes einsetzen kann. Natürlich ist alles dies nur eine reine Spekulation, aber immerhin liefert er uns einige Hinweise. Vielen Dank, Jenna. Mein Name ist Cosma. Cosma! Cosma und Wanda! Es freut mich, deine Bekanntschaft gemacht zu haben. Wow. Oh, haben wir uns noch etwas gar nicht vorgestellt, Meister Maha? Ja, weißt du, ich bin Graydon. Fresh MC Graydon. Das hier, ne? Die aule Schnitte, der ist Jenna, ne? Aaron wird voll ignoriert. Aaron, der Affe. Und Felix. Erlaubt mir, euch für all eure Taten meinen tiefsten Dank auszusprechen. Oh nein, bitte. Wir erheben keinen Anspruch auf Dank. Ja, dann nehmen Sie meinen Arsch. Dann können Sie spanken. Wäre schön flauschig. Schade, ich wollte auch dies hier überlassen. Es ist ein Djinn. Ein Djinn? So nennt ihr sie also. Wenn ihr ihn bei euch habt, wird er eure Kraft verstärken. Er ist äußerst hilfreich. Ich nehme an, dass ihr jetzt eure Reise fortsetzen werdet, oder? Ja. Dann wollt ihr also den Seeweg nehmen? Das ist eine sehr lange Reise. In diesem Fall, so glaube ich, werdet ihr aus diesem Djinn weit größeren Nutzen ziehen, als ich es könnte. Yay, wir haben noch einen Djinn bekommen. Hurra! Ich bin schon gewundert, warum Timbora-Felsen keiner war. Der Jupiter-Djinn, folgt Jen, fast. Noch ein Djinn. Was für ein Glück. Wo wisst ihr, ob was Djinns sind? Okay, es hat einer erklärt, aber woher kennen die überhaupt das? Dies ist ein überaus wertvolles Geschenk. Wir möchten uns vielmals bedanken. Ihr müsst mir nicht danken. Passt auf eure Reisen gut auf euch auf. Viel Glück euch weiterhin mit diesem Werwolf, Dingens. Maha. Nun, Felix, wir sollten nun endlich gehen. Yay! Werwölfe, Äther. Wir lernen magischer Mantel, das war's. Aber, wow, der KP-Boost, okay. Okay, schöner Boost. Äther, füll PP durch Konzentration auf. Jetzt fehlt nur noch einer. Und ich weiß auch schon, wo der ist. Was ich aber gerne wissen würde, ist, was ist hier unten? Ich weiß, wir haben schon wieder Überlänge, aber egal. Ah, okay, hier. Sieht schick aus, Maha. Was passiert, wenn wir bei ihm waren? Ich wünschte, ich könnte ebenso wie Felix und seine Freunde die Welt bereisen. Ja, warum machst du es nicht einfach? Leb deinen Traum, denn er wird wahr. Geh deinen Weg, stelle dich der Gefahr. Alles, was wichtig ist, wirst du erkennen, wenn die Zeit gekommen ist. Ja, greif nach den Sternen, du bist bereit. Und ich treff die Töne wieder nicht.
Sie sind nicht bei mir da. Okay, dann lassen wir das mal sagen. Das war's für diese Folge mit Golden Sun, zweiter vergessene Epoche. Ich hoffe mal, der Rückweg ist wieder, funktioniert wieder. Sollte eigentlich, oder? Hoffentlich. Ja, okay, der Rückweg geht wieder. Sehr komisches Häuschen. Allgemein, ja, aber sehr lustige Gesellen. Gut, man ihn ja lassen. So, das war's für diese Folge. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao. We'll be right back.